Apple hat soeben die neuen Apple Watches und neuen iPhones vorgestellt. Und man kann es kaum glauben, die Geräte sind nicht teurer geworden, sondern im Gegenteil günstiger. Alles, was ihr wissen müsst, jetzt. Okay, aber fangen wir chronologisch von vorne an. Als erstes wurde die neue Apple Watch Series 9 vorgestellt. Und wie in den letzten Jahren sind auch diesmal die Updates nicht allzu groß ausgefallen. Aber es gibt einen neuen S9-Chip und der soll schon mal deutlich schneller und effizienter arbeiten. Und auch der neue U2-Chip ist jetzt am Start. Der U2-Chip wird dabei vor allem für ein genaueres Tracking in der Whoist-App genutzt. Außerdem gibt es auch eine neue Farbe, und zwar Pink. Die gibt es auch im neuen iPhone und ich muss sagen, die finde ich ziemlich nice. Neu ist auch, dass das Display jetzt mit 2000 Nits doppelt so hell werden kann wie im Vorgänger und auf 1 Nits minimale Helligkeit runtergehen kann, was in der Nacht schon sehr praktisch sein kann oder beispielsweise auch im Kino. Außerdem gibt es auch neue Software-Features, denn die Uhr erkennt jetzt Handbewegungen und so könnt ihr zum Beispiel mit einem Tippen vom Zeigefinger auf den Daumen einen Anruf annehmen oder ablehnen. Ungefähr so wie bei der Vision Pro. Cool ist auch, dass der Preis je nach Modell um 50 bis 100 Euro gesunken ist. Ähnliche Änderungen gibt es auch bei der Apple Watch Ultra. Neben den Neuerungen, die ihr auch in der Series 9 findet, gibt es hier zum Beispiel ein 3000 Nits Display, was wirklich unglaublich hell ist, auch wenn der Peak wahrscheinlich nur im direkten Sonnenlicht erreicht wird. Und auch hier ist der Preis im Übrigen günstiger geworden. 100 Euro spart ihr jetzt bei der Apple Watch Ultra. Zusammengefasst wurde sich also hier auf Geschwindigkeit, Genauigkeit und Effizienz fokussiert. Nichts, weshalb man jetzt vom Vorgänger auf die neue Ultra wechseln muss, aber natürlich trotzdem nice to have für alle, die jetzt erst eine Ultra kaufen. Wenn ihr aber jetzt heiß geworden seid auf die neuen Apple-Geräte und vom iPhone über das iPad bis hin zum MacBook all eure Geräte mit Highspeed aufladen wollt, dann kann ich euch nur den 300 Watt Nexo Charger von unserem Sponsor Ugreen ans Herz legen. Denn dieses Monster von Ladegerät hat 4 USB-C-Anschlüsse und einen USB-A-Anschluss. Ja, und dabei kann jeder einzelne Port bis zu 130 Watt abgeben. Damit ist es beispielsweise möglich, ganze 3 MacBooks mit voller Leistung gleichzeitig aufzuladen. Und auch das neue iPhone 15 wird kompatibel sein, denn der Nexo Charger unterstützt Power Delivery 3.1. Zusammen mit der Galliumnitrid-Technologie ist es so möglich, ein MacBook Pro 16 Zoll in 30 Minuten von 0 auf 56% aufzuladen. Aktuell läuft zum Ladegerät sogar eine Rabattaktion, die haben wir euch mal unten in der Beschreibung verlinkt. Schaut dort gerne vorbei und jetzt gebe ich wieder rüber zu Paddy. Aber kommen wir jetzt zum, naja, noch nicht ganz Star des Abends, zum iPhone 15, aber auch das ist schon ganz cool. Denn so sieht das Einsteiger-iPhone jetzt aus. Die Dynamic Island ist nämlich in allen Modellen verbaut, was dem iPhone-Lineup wieder eine einheitlichere Designsprache verleiht. Aber es gibt auch einige neue Features, die aber eher vom 14 Pro ins 15er übernommen wurden. Dazu gehört zum Beispiel der A16-Chip, der einfach für etwas mehr Performance sorgt, aber auch die 48-Megapixel-Hauptkamera, mit der ihr nun deutlich schärfere Fotos macht und auch zweifach reinzoomen könnt. Aber es gibt natürlich auch wirkliche Neuerungen am iPhone 15 und das sind zum Beispiel die leicht abgerundeten Gehäuseränder. Damit soll das iPhone jetzt noch ein bisschen besser in der Hand liegen und ich glaube, das wird es auch, denn beim iPhone 14 sind die Kanten hier schon recht massiv. Von daher finde ich diese Neuerung wirklich cool. Noch cooler beim iPhone 15 Pro, aber dazu gleich mehr. Genau wie bei der Apple Watch haben auch die iPhones jetzt den verbesserten U2-Chip. Damit könnt ihr jetzt sogar eure Freunde in kleineren Menschenmengen tracken. Und auch wie bei der Apple Watch kann das Display jetzt 2000 Nits hell werden. Ebenfalls neu ist auch der lang ersehnte Wechsel zu USB-C, auch wenn man sagen muss, dass sie eher hier von der EU dazu gezwungen wurden. Freiwillig war das also wahrscheinlich nicht. Wer jetzt gehofft hat, dass sich dadurch auch die Übertragungsgeschwindigkeiten verbessert haben, ja, der schaut leider beim iPhone 15 in die Röhre. Aber zumindest gab es jetzt auch nochmal ein Update für die AirPods Pro, denn auch hier ist jetzt USB-C verbaut. Das sind allerdings auch die einzigen AirPods, bei denen das bis jetzt der Fall ist. Okay, aber zurück zum iPhone. Und was ich hier noch sagen muss und wirklich sehr bedauere, ist, dass es im iPhone 15 weder ein Always-On-Display gibt, noch ProMotion. Und damit ist das iPhone 15, glaube ich, das einzige Smartphone in dieser Preiskategorie mit einem 60-Hertz-Display. Ein absolutes No-Go. Wie jedes Jahr gibt es beim iPhone auch neue Farben. Diesmal sind es Pink, Gelb, Blau und natürlich Schwarz und Weiß. Insgesamt keine gänzlich neue Farbpalette, aber die Farben sind definitiv pastelliger. Ein Product Red Modell gibt es leider nicht mehr. Widmen wir uns nun dem Headliner des Abends und das ist das iPhone 15 Pro bzw. Pro Max. Und hier hat sich doch einiges getan. Neben den ebenfalls abgerundeten Kanten gibt es auch hier ab sofort USB-C, ist ja klar. Und das mit 10 Gigabits Übertragungsgeschwindigkeit, also 20 mal schneller als vorher. Eine ganz besondere Neuerung beim iPhone 15 Pro ist das neue Gehäuse. Denn das kommt jetzt in Titan und ist damit leichter und kratzresistenter. Zumindest bis jetzt in der Theorie. Das Titan ist dabei entweder in Schwarz, Weiß oder Blau eingefärbt oder es bleibt einfach naturbelassen. Wobei man sagen muss, dass die Farben sich schon ziemlich ähnlich sind. Ich muss sagen, das Titan holt mich wirklich komplett ab und macht mich auch ein bisschen heiß aufs Pro. Was es jetzt aber erstmalig nicht mehr gibt, ist ein goldfarbenes iPhone.
Darüber hinaus fällt beim Rahmen auf, dass es keinen Mute-Schalter mehr gibt. Dafür ist jetzt ein Action-Button verbaut und der bietet eben deutlich mehr Funktionen als einfach nur ein Schalter, mit dem ihr das Telefon lautlos schalten könnt. Also wie auch bei der Apple Watch Ultra. Trotzdem, falls ich mir einen 15 Pro hole, werde ich mich dran gewöhnen müssen, denn der Mute-Switch, der gehört eigentlich zum iPhone dazu, oder? Ich fand den auch eigentlich immer ziemlich nice. Auch am Display hat sich was getan, denn die Display-Ränder sind um 30% kleiner geworden und so kommt das iPhone auch wieder an die Android-Konkurrenz heran. Und der A17 Pro ist durch das 3-Nanometer-Verfahren jetzt schneller und effizienter, wodurch die Akkulaufzeit eigentlich besser werden sollte. Auf der Keynote hat man darüber aber nicht gesprochen. Eine spannende Neuerung ist auch, dass man jetzt mit dem iPhone auch Spatial Video aufnehmen kann, also das 3D-Video-Format für die Vision Pro. Und das macht auch eigentlich wirklich Sinn und es ist auch okay, dass es das auch nur im Pro-Modell gibt, denn wer sich eine Vision Pro kauft, der wird sich auch kein normales iPhone 15 kaufen. Exklusiv fürs iPhone 15 Pro Max gibt es noch weitere Kameraverbesserungen, denn dieses bekommt die Periscope-Kamera. Das ist eine Linsentechnologie, die man eigentlich auch schon lange aus der Android-Welt kennt und einen deutlich stärkeren Zoom ermöglicht. Im Pro Max ist dabei leider aber nur ein 5-facher Zoom ermöglicht worden. Und in den USA hat dieses Feature dazu geführt, dass das iPhone jetzt 100 Euro teurer geworden ist, beziehungsweise Dollar. Hier ist der Preis allerdings gleich geblieben, beziehungsweise beim Pro ist er sogar um 100 Euro gesunken. So kostet das Pro also 1200 Euro und das Pro Max 1450, wobei das Pro Max dann aber dafür bei 256 GB startet. Die Preise der normalen Modelle sind jeweils um 50 Euro auf 950 bzw. 1100 Euro gesunken. Interessant ist auch, dass Apple Stand jetzt eine 0% Finanzierung auf der Website anbietet, was bei den aktuellen Zinsen doch eher überrascht. Trotzdem, passt bei Finanzierung auf und lasst bitte nicht davon mehrere gleichzeitig laufen. Nicht unerwähnt bleiben soll an dieser Stelle allerdings, dass das iPhone 13 Mini heute beerdigt wurde. Damit könnt ihr es nicht mehr im Apple Store kaufen. Das finde ich ziemlich schade. Darüber hinaus gibt es jetzt allerdings mehr Speicher für eure iCloud. 6 Terabyte kosten euch 30 Euro im Monat, 12 Terabyte kosten euch 60 Euro im Monat. Okay, also zusammengefasst, das iPhone 15 Pro bzw. Pro Max, das im Übrigen kein Ultra geworden ist, das hat mich wirklich am meisten beeindruckt. Ansonsten war es eine Keynote, bei der mir jetzt nicht die Kinnlade offen stand, aber das muss ja auch nicht jedes Mal der Fall sein. Wie hat es euch gefallen? Schreibt es gerne in die Kommentare, wir sind gespannt. Lasst ein Like da oder ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.